Wir untersuchen, wie befruchtungsfähige Eizellen entstehen und wieso es bei diesem Prozess so häufig zu Fehlern kommt, welche zu Unfruchtbarkeit, Fehlgeburten oder Down-Syndrom führen können. Eizellen sind sehr kleine Zellen, deshalb müssen wir grundsätzlich immer mit Stereomikroskopen arbeiten. Mit denen können wir also Eizellen aus den Ovarien isolieren. Im nächsten Schritt müssen diese Eizellen dann injiziert werden mit fluoreszenten Farbstoffen, die wir danach verwenden, um dann eben auf diesen Hochleistungsmikroskopen direkt in menschlichen lebenden Eizellen den Prozess der Chromosomentrennung zu untersuchen. Zum Beispiel haben wir gesehen, dass die Spindeln in menschlichen Eizellen sehr häufig instabil sind und dass diese Instabilität der Spindel sehr gut mit Fehlern bei der Trennung korreliert. Und einer der Faktoren ist, weshalb die Trennung von Chromosomen in menschlichen Eizellen so häufig fehleranfällig ist. Ich finde es sehr faszinierend, dass wir mit den Mikroskopiemethoden, die wir etabliert haben, zum ersten Mal Zeuge eines so fundamentalen und wichtigen Prozesses am Beginn des Lebens werden können.